So, dann auf den. Du heißt mal kurz Lyra. Du kannst das einmal pro Rast. Also benutzt das mal. Sieht ruhig aus. Ja, gut, hört das auch irgendwann auf, wollte ich sagen. Nimmt sie dadurch Schaden? Ja, hat gut geklappt. I got it. So, hier ist Nahrung drin, hier ist Gefunkel drin. Und damit wäre das wohl auch erledigt. Ich konnte die Schreie von hier aus hören. Ich schulde dir meinen Dank, Schicksalsbinder. Gut, alle Fähigkeiten plus 5. Eigentlich sollten wir dafür den Turm zurückreißen, um da nochmal zu rasten. Das kostet uns allerdings 2 Tage. Na gut. Nehmen wir den Umweg in Kauf und rasten in unserem Turm. Können wir ja mal hören, kurz ob Lordhür was Neues weiß. Also Elb ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen vorteilhafter als Lordhür, weil sie sich besser wehren kann. At your service. Das wäre fürs Erste alles. Okay, wir können Lordwig gerade nicht ausfragen. Ich kann nur hier einmal schlafen. So. Dadurch bleibt der Rastbonus erhalten. Und kann jetzt zur Erdenesse zurück und den Auftrag abliefern. Hat mich jetzt, glaube ich, nur einen halben Tag Umweg gekostet. Rüstung kann den Lindenschaden nie unter einen Wert von 1 reduzieren. Wäre auch ein bisschen imbar, wenn man durch Rüstung schadensimmun werden würde. So. Dann gebe ich mal bei dir die Quest ab. Sei gegrüßt. Hast du dich mit diesem Ärgernis von deinem Leutnant schon beschäftigt? Ich habe den Leutnant des Schallerhodenkurs getötet. In der Tat, das hast du ausgezeichnet. Ein Grund weniger, mich ständig umsehen zu müssen. Bitte schön, angemessen bezahlt für gute Arbeit. Er überreicht dir eine Schlaufe Ringe. Es ist eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Leb wohl. Jo. Ebb und Lyra hängen ein bisschen hinterher mit den Erfahrungspunkten, was aber nicht allzu viel ausmacht. So, das heißt, es geht weiter zum Wachplatz, weil am Eisenpfad kommen wir nicht weiter. Hinterhalt! Deine Reise wird durch das wilde Heulen eines jagenden Tiermenschenrudels unterbrochen. Ihre Anführerin ist ein beeindruckendes Exemplar, ihre Mähne schwarz wie die Nacht und ihr Körper von Kampfnarben übersät. So war es jetzt auch noch. Vor dir türmt sich eine massige, pelzige Kreatur auf und schüttelt mit ihrer kurzen, schwarzen Schnauze in die Luft. Schnüffelt, nicht schüttelt. Know this scent.
stench of blood, sweat, battle. Iron and death. Smells like alpha. Smells of strength. But it's male. Kenne diesen Geruch. Gestank von Blut, Schweiß, Kampf, Eisen und Tod. Riecht wie Alpha, riecht nach Stärke, aber ist Männchen. Ja, weil ich halt ein Mann bin. Die Tierfrau dankt den Kopf auf die Seite. Ihre Augen sind, die so rot wie frisches Blut sind, leuchten neugierig. Mit diesen Augen tastet sie deinen Körper von oben bis unten ab, bis sie sich schließlich von plötzlicher Erregung verdunkelt. Sie schaut dich an wie ein Raubtier seine Beute. Have been stalking humans since trail. Have ranged many more than five nights through tribe and human territories of Tyr's land. Hunting for human called Fate Binder. For human who woke Horizon Rock called Mountain Spire. Habe Geruch, Spur vom Mensch verfolgt. Bin bei Jagd auf Mensch, genannt Schicksalsbinder, mehr als fünf Nächte durch Gebiet von Stamm und Mensch im Stufenland gestreift. Jagd auf Mensch, der Horizontfels, genannt Turm des Berges, erweckte. Have hunted hot high, cold low, wet dry. Traipsed far until paws bled, but always human who smelled of alpha evaded beast woman. Had to sling through shadows, fast, fast, quick, without rest to catch delicious prey at last. Abgejagt, heiß hoch, kalt niedrig, nass trocken. Weit gelaufen bis Pfoten bluteten, aber Mensch, der roch wie Alpha-Tierfrau, immer ausgewichen ist. Musste ohne Pause schnell, schnell, rasch durch Schatten schleichen, um köstliche Beute endlich zu fangen. Hey, ich bin nicht auf der Suche nach Streit, ich möchte nur meinen Weg vorsetzen. Stell dich ordentlich vor, bevor ich die Geduld verliere. Amüsant, aber ich habe keine Zeit für Tiere und ihre albernen Scherze. Deine Feldzeichnung, du musst vom Schattenjägerstamm sein. Fatebinder knows tribes of beast women. Curious human. Male who smells of alpha and knows of shadow hunter tribe. Best tribe. Lost tribe of kills in shadow. Schicksalsbinder kennt Stämme von Tierfrauen. Seltsamer Mensch. Mädchen, das nach Alpha riecht und Schattenjägerstamm kennt. Bester Stamm, verlorener Stamm, vertötet im Schatten. Ihre Augen fixieren dich begierig wie ein Wolf, der einen Hasen gefunden hat. Hey, ich bin nicht auf der Suche nach Stein, ich möchte nur meinen Weg fortsetzen. Das sind Tiermenschen, die würden sowas als Schwäche ansehen. Stell dich ordentlich vor, bevor ich die Geduld verliere. Klingt härter, würde wahrscheinlich eher passen. Amüsant, aber ich habe keine Zeit für Tiere und ihre albernen Scherze. Verspotten sollte ich sie nicht. Nehme ich mal das hier. Fatebinder not see. Am Beastwoman. Am Best Hunter. Kills in Shadow. Daughter of Mystic Broodmother. Relict. Alpha to Pack of Stone Whelps. Kann Schicksalsbinder nicht sehen. Bin Tierfrau. Bin beste Jägerin. Tötet im Schatten. Tochter von Mystiker, Brutmutter, Witwe, Alpha und Schattenwelpenrudel. Rudel. Sie schnaubt und setzt sich auf die Hinterläufe. Ihre zusammengekniffenen Augen blitzen neugierig und böse. Erklär dich, Tierfrau. Was willst du? Menschen, keucht sie. Menschen, keucht sie. Die Nüstern der Tierfrau blähen sich weit und ihre Augen hellen sich amüsiert auf. No human called Fatebinder. Kairos breeds words on paper. Fatebinder binds words to earth and sky. Makes ground tremble. Makes night cry. Blood and fire. Kenne Schicksalsbinder, genannte Menschen. Kyros vermehrt Worte auf Papier. Schicksalsbinder bindet Worte an Erde und Himmel. Macht Boden beben, lässt Nacht Blut und Feuer weinen. Ich verlese nur, Kyros Edikte. Ich bin nur ein Gefäß für die große Magie des Oberherrn. Fatebinder speaks in storms rage. Humans wail. Sun dies. Fatebinder speaks and rocks tear through flesh like killing claws. Schicksalsbinder spricht und Stürme wüten, Menschen klagen, Sonne stirbt. Schicksalsbinder spricht und Felsen reißen durch Fleisch wie töte Krallen. Verwirrt neigt die Tierfrau ihren Kopf zur Seite. Tribes of Kairos fear Fatebinder. Human Alpha claimed Horizon Rock called Spire and Archons did not kill Fatebinder. Archons rolled over and whined. Covetous. Stämme von Kyros fürchten, Schicksalsbinder. Menschen, Alpha beanspruchte Horizontfels, genannt Turm.
Und Archonten töteten Schicksalsbinder nicht. Archonten rollten sich herum und winselten begehrlich. In Ordnung, das hast du vielleicht von mir gehört. Kairos hunts human realms to extinction. Rules tribe of blood and ruin, starvation and death. Seeks to slaughter beast women like prey. But beast women are not prey. Are not flighty, feeble-minded humans. Kairos hat Menschenreiche bis zum Aussterben beherrscht, stammt mit Blut, Zerstörung, Hunger und Tod. Wir Tierfrauen wie Beute abschlachten, aber Tierfrauen sind keine Beute, sind keine flatterhaften, schwachsinnigen Menschen. Töne dem Schatten spuckt ein gelbbraunen Schleimklumpen auf dem Boden lecker. Beastwomen are savage hunters. Bred to fight Kairos, Fatebinder, who smells of Alpha. Tierfrauen sind wilde Jägerinnen, geboren um zu kämpfen, töten, brunsten. Wie Schicksalsbinder, der wie Alpha riecht. Strong always kill weak, then grow weak. Killed is migration of life. Kills in shadow is not weak now. Will not be weak for many long seasons. Will join Fatebinder and survive Kairos' tribe. Stark getötet. Töten immer Schwache, dann werden schwach und werden getötet. Es war der Wunsch des Lebens, aber Töten dem Schaden ist jetzt nicht schwach. Wird noch viele lange Jahreszeiten nicht schwach sein. Wird sich Schicksalsbinder anschließen und Kairos Stamm überleben. Du würdest dich dem Feind anschließen, um zu überleben. Enemy? No enemy. Only competition. Only strong tribes and weak tribes. Only win or die. Adapt to survive. Feind? Kein Feind. Nur Konkurrenz. Nur starke Stämme und schwache Stämme. Nur Gewinn oder Sterben anpassen, um zu überleben. Gut, ich kann nichts anderes sagen. Also ich kann sie wegscheuchen, ich kann sie töten oder ich kann sagen, sie kann sich mir als Beta anschließen. Shadow is not Beta. But even Alpha submit to stronger willed Primas. Many packs make a tribe. Is this not a thought humans also understand? Beastwoman will follow Fatebinder, will not dominate. Ah ja, Primas sind die Anführer des Stammes. Und Alphas sind halt die Unteranführer, hä? In einem einzigen Stamm können viele Alphas existieren und nur ein Alpha kann sich als Prima über die anderen erheben. Ah ja. Tötet im Schatten ist nicht Beta, aber selbst Alphas unterwerfen sich willensstarken Primas. Viele Runden bilden Stamm. Diesen Gedanken Menschen nicht auch verstehen? Tierfrau wird Schicksalsbinder folgen, wird nicht dominieren. Unless Fatebinder begins to smell weak. Es sei denn, Schicksalsbinder fängt an, schwach zu riechen. Sie berührt einen ihrer oberen Fangzähne mit der Zunge und öffnet die Lippen zu einem wilden Grinsen. Gut, aber behalte deine Nase bei dir. Die Tierfrau staubt und wendet sich ab, um zu ihrem Rudel zu sprechen. Chosen Shadow will not shelter stone whelps anymore. Scamper and flee! Do not want to see shadows lurking, stalking behind. Barb cleft his leader now. Tötet im Schatten wird Steinwelpen nicht mehr schützen. Hetzt, rennt, flüchtet. Will euch nicht in Schatten lauern sehen, uns folgen. Stachelspalt führt jetzt Rudel. Das Zurudel zögert, worauf Tötet im Schatten ein tiefes, bedrohliches Knurren ausstößt. Will not like if Kairos and Shadow catches sight or scent of stone mongrels again. Werde nicht mögen, wenn Tötet im Schatten nochmal Steinköter sieht oder riecht. Ja, Tötet im Schatten. Vorerst mal nicht. Die riesige Säule im Klingengrab bietet sowohl für Soldaten als auch Tiermenschen Deckung und somit die ideale Gelegenheit, unvorsichtige Reisenden aufzulauern. Toll. Jetzt haben wir eine Tiermenschin als Weggefährtin. Ist auch toll. Aber gut, wir sollten alles nutzen, was wir haben.
und gucken, dass wir jetzt zum Wachplatz kommen.